Verehrte Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mit einer Thematik, die bislang im Dunkeln liegt. Es geht um Waffen, die es angeblich nicht gibt, nämlich Strahlen- und Wetterwaffen. Demonstranten und Mikrowellenwaffen. Freiheit auf dem neuesten Stand. Die Frauen demonstrierten gegen amerikanische Raketen auf englischem Boden und es war ein friedlicher Protest. Alles, was sie taten, war, dass sie außerhalb der amerikanischen Basis kampierten. Es gab keine Gewalt, kein Geschrei und so weiter. Es war ein friedlicher Protest. Und es wurde durch Messungen herausgefunden, dass die Frauen von der amerikanischen Basis mit Mikrowellenwaffen bestrahlt wurden, um sie krank zu machen. Und in der Tat, als die Zahlen herauskamen, stellte man ein unverhältnismäßiges Ansteigen von Tumoren, Persönlichkeitsveränderungen und Selbstmordneigungen der Frauen fest. Sie wurden absichtlich von den Amerikanern wegen der Proteste gegen ihre Basis mit Mikrowellen bestrahlt. Mit einer bestimmten Pulsfrequenz kann man die Menschen zu Selbstmordtendenzen bringen. Man hat keine Schwierigkeiten mehr mit ihnen als Demonstranten. Sie liegen den ganzen Tag im Bett. Wenn man auf Demonstranten zielt, macht man sie zu depressiven Selbstmordgefährdeten. Und sie kümmern sich zukünftig nicht mehr ums Demonstrieren. Wenn man eine spezielle psychische Krankheit auslösen will, benutzt man eine Infrarotvorrichtung, welche mit einer bleistiftstarken Mikrowellenenergiequelle verbunden ist. Der Mikrowellenstrahl wird immer auf eine bestimmte Drüse oder einen bestimmten Teil des Gehirns oder ein Auge gerichtet oder um das Herz zu treffen. Sie können Wahnsinn veranlassen. Eines der Experimente war, eine normale Person zu nehmen, ihr Wahnsinn zu verursachen und dann einen unbekannten Psychologen zur Diagnoseerstellung heranzunehmen. Und dieser stellte Schizophrenie oder Paranoia, eine psychische Krankheit fest. Das war ein erfolgreiches Ergebnis. Und die Person, die für den Rest ihres Lebens in Kummer und Qualen war, aber für den Regierungswissenschaftler war dieses ein Erfolg. Wurden die Versuchskaninchen weggesperrt? Ja, Menschen sind wie Versuchskaninchen. Wenn sie mit Tausenden experimentieren wollen, werden sie es tun. Als in den Wahnsinn oder in den Tod getriebene, wird man zu einer neuen Karteikarte in der Box. Und das ohne ein bisschen Mitgefühl. Das ist es, was sie tun. Sie stehen über dem Gesetz. Mikrowellenstrahlungswarnung und Polizeigewalt. Innerhalb von 3 Monaten hatte ich 5 weibliche Polizeioffiziere in meinem Haus, alle mit Krebs. Ich bekam Serien von Anrufen von Polizeioffizieren, deren Persönlichkeiten sich verändert hatten, wie sie sagten. Immer wenn ich in ein anderes Land fahre, und ich war nun in 6 Ländern, kommt immer die Sprache auf Tetra. Und es geht immer um das aggressive Verhalten der Polizei, seit sie begannen, das Tetra-Funksystem zu benutzen. Und ich habe die Regierungsdokumente, welche sagen, es kann neurologische Schäden verursachen, es kann Krebs verursachen.
aggressives Verhalten und Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Aggressives Verhalten und Persönlichkeitsveränderungen. Das war am Beginn der Experimente. Und die Experimente mit Tetra sind noch nicht zu Ende, bis 2018. Es ist ein experimentelles System. In den USA geschah etwas Interessantes. Es hatte mit Special Forces, mit den Spezialkräften zu tun. Vor 5 oder 6 Jahren kamen sie von einem Einsatz zurück. 6 oder 8 der Männer von den Special Forces. 5 oder 6 von ihnen kamen heim und verprügelten ihre Frau oder ihre Kinder. Oder beide. Einige der Frauen starben. Andere kamen ins Krankenhaus. Sie wurden schlimm geschlagen. Und es wurde angenommen, dass die Kommunikationssysteme, welche sie benutzten, die Gehirne stimulierten und dadurch die Gewalt ausgelöst wurde. Das war in Fort Bragg. Entweder bekam ich einen Telefonanruf von Fort Bragg oder von der Botschaft und wurde gefragt, ob ich wüsste, welche Art von Frequenz dieses verursachen könnte. Und ich brach das Gespräch folgendermaßen ab. Ich sagte, erzählt mir nicht, dass ich euch sagen soll, welche Art von Frequenzen sie verwendet haben. Die Special Forces halten die Funkgeräte nicht ans Ohr, sondern sie haben sie ständig am Kopf befestigt. Wir sprechen also von massiven Einwirkungen, viel mehr als eine gewöhnliche Person zu erleiden hat. Solch eine Menge von Einwirkungen und Gewalt. Ich erzählte ihnen, welche Art von Frequenzen sie benutzen würden und schickte ihnen Beweisdokumente. Und der ganze Fall stand in den Zeitungen. Und ich gehe davon aus, dass sie die Frequenz jetzt änderten. Durch die Erweiterung unserer Möglichkeiten, durch die moderne Elektronik, hat diese Grundbedingung des Kampfes Mann gegen Mann eine immer geringere Bedeutung. Haben es Ordnungshüter mit einer großen Menschenmenge zu tun, stehen sie dem Ansturm oftmals machtlos gegenüber. Wasserwerfer sollen gewalttätige Demonstranten in Schach halten. Die Reichweite von 60 Metern, der begrenzte Winkel des Wasserstrahls und die maximale Einsatzdauer von 11 Minuten begrenzen die Einsatzmöglichkeit. $50 Millionen haben die USA in die Entwicklung einer Waffe investiert, die mehr leisten soll im Einsatz gegen große Menschenmengen. Ein Mikrowellenstrahler. Im Feldversuch mimen Soldaten eine Demonstrantengruppe. Das Gerät erzeugt die 40-fache Stärke einer Haushaltsmikrowelle. Die Strahlung reicht bis zu 500 Meter weit. Sie erwärmt die Haut. Ein Gefühl, als würde die Tür eines heißen Backofens geöffnet. Noch befindet sich diese Waffe im Test. Denn selbst wenn die Mikrowellenkanone nicht tödlich ist, ist sie dann auch nicht gefährlich? Bisher kann niemand ausschließen, dass Demonstranten erhebliche Verletzungen davontragen könnten. Was für eine Perspektive! Ein Staat benutzt sein Gewaltmonopol, um seine Bürger zu grillen. Welcher Staat braucht solche Waffen? Einer, der nicht mehr auf die Kraft der Argumente vertraut. Hey Leute, ich habe heute von der Bundesregierung etwas Erstaunliches, wenn nicht sogar etwas Lächerliches gelernt. Es geht um die Bundeswehr. Die soll nicht nur mehr im Ausland eingesetzt werden können oder bei irgendwelchen Naturkatastrophen in Deutschland selbst, sondern in Deutschland auch ab sofort bei sogenannten terroristischen Großlagen. Ne? Das sind immer Ausnahmesituationen, wenn irgendwo Terror passiert und Terroranschläge. Und bevor wir zu dem lächerlichen Teil kommen, hören wir uns ganz kurz mal an, wie die Bundesregierung bzw. das Verteidigungsministerium über diese möglichen neuen Einsätze spricht. Wir sprechen natürlich dann von ganz klaren Ausnahmefällen. Ich meine,
so ein Vorfall vielleicht so eine terroristische Großlage. Da geht es darum, dass man wirklich dann reagiert in solchen Ausnahmesituationen. Natürlich können wir in solchen Ausnahmesituationen dann unterstützen. Uns ist es wichtig, dafür einsatzbereite Kräfte zu haben. Und um eben einsatzbereite Kräfte auch haben zu können, ist es uns wichtig, dass wir das eben auch einüben. Und das hatte ich ja auch schon dargestellt. Und es macht keinen Sinn, jetzt, sage ich mal, über irgendwelche konkreten Einzelfälle zu sprechen. Sondern es geht ja insgesamt hier um die Unterstützungsleistung. Und man muss dann immer sehen, wie die Situation ist. Und deswegen wollen wir das ja trainieren. Wir wollen das einstudieren. Wir wollen das üben. Und natürlich kann die Polizei, kann die Bundeswehr im Bereich auch hoheitlicher Tätigkeiten im Rahmen ihres verfassungsrechtlichen Auftrags natürlich dann dort unterstützen. Und dann werden natürlich die Kräfte bereitgestellt, die jeweils von der Polizei gefordert werden zu einer Unterstützungsleistung. Und klar, natürlich können wir unterstützen. So wie ihr jetzt mehrfach gehört habt, es geht um Ausnahmesituationen, es geht um terroristische Großlagen. Ne? Da sollen Soldaten eingesetzt werden können. Und dann habe ich für mich die logische Frage gestellt. Herr Jung. Herr Land, was ist die Definition einer terroristischen Großlage? Ja, ich mache jetzt hier keine Definition einer terroristischen Großlage. Wie gesagt, das ist ein ganz klarer Punkt, wie es jetzt im Grundgesetz vorgegeben ist. Es könnte ein Szenario sein, wo jetzt vielleicht an mehreren Orten vielleicht es dort zu Tätigkeiten von Terroristen kommt. Aber ich mache jetzt hier keine Definition, weil ich jetzt auch gar kein Jurist bin, der jetzt hier solche Definitionen hier machen kann. Gibt es bestimmt Juristen im Verteidigungsministerium? Können Sie uns die Antwort nachreichen? Dankeschön. Ja? Sie haben doch keine Frage gestellt. Letztendlich nur gesagt, was ich machen soll. Können Sie die Antwort bitte nachreichen? Ja, ich prüfe das, ob ich da was nachreichen kann. Okay. Das werden Sie ja wissen, wenn Sie von der terroristischen Großlage, was Sie immer wiederholen, sprechen, dann sollten Sie uns mal sagen, was Sie darunter verstehen. So, und ein paar Stunden später ist die Definition dann eingetroffen, beziehungsweise das, was die Bundeswehr eine Definition nennt. Und wir gucken da mal rein. Das heißt, ob ein Terrorangriff eine katastrophische Dimension hat und damit einen besonders schweren Unglücksfall im Sinne des Artikels 35 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Grundgesetz darstellt, kann nur anhand der konkreten Umstände im jeweiligen Einzelfall bewertet werden. So, und was sagt uns diese Definition? Diese Definition sagt uns, dass die Bundesregierung willkürlich entscheiden kann und ab sofort wird, wann etwas als Terroranschlag gilt und wann nicht. Wann eine terroristische Großlage vorherrscht oder nicht. Wann etwas eine Ausnahmesituation ist und wann nicht. Und das geht in einem Rechtsstaat nicht. Man muss erklären können und definieren können, wann etwas vorherrscht und was nicht. Und nicht erst dann, wenn irgendwann mal was eintritt. Das ist Willkür. Und man kann nicht willkürlich die Bundeswehr in Deutschland einsetzen. Und das ist das Lächerliche bzw. das Erstaunliche, was wir heute gelernt haben. Bis dann. Unser heutiges Thema: Die EU soll zum Polizeistaat werden. Mehrere EU-Staaten ändern gerade ihre Gesetzgebung bezüglich Polizeiüberwachung, Kontrolle und Bespitzelung. Völlig ungeniert wird hier ein Polizeistaat hochgezogen. So trat in Spanien zu Ostern das neue Sicherheitsgesetz in Kraft. Die Teilnahme an einer unangemeldeten Demonstration kann mit einem Bußgeld von bis zu 600.000 Euro belegt werden. Ebenso das Twittern darüber und das Filmen und Fotografieren von Polizeibeamten. Ich bekam Serien von Anrufen von Polizeioffizieren, deren Persönlichkeiten sich verändert hatten, wie sie sagten.
Immer wenn ich in ein anderes Land fahre, und ich war nun in 6 Ländern, kommt immer die Sprache auf Tetra. Und es geht immer um das aggressive Verhalten der Polizei, seit sie begann, das Tetra-Funksystem zu benutzen. Und ich habe die Regierungsdokumente, welche sagen, es kann neurologische Schäden verursachen, es kann Krebs verursachen, aggressives Verhalten und Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Aggressives Verhalten und Persönlichkeitsveränderungen. Das war am Beginn der Experimente. The time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. What if the government could decide when you were and were not entitled to a jury trial? What if the government could take your property whenever it wanted? What if the government could continue prosecuting you until it got the verdict it wanted? What if the government could force you to testify against yourself simply by labeling you a domestic terrorist? What if the government could torture you until you said what the government wanted to hear? What if people running for president actually supported torture? What if the government tortured your children to get to you? What if government judges and government lawyers intimidated juries into convicting the innocent? What if the government could send you to your death and your innocence meant nothing so long as the government's procedures were followed? What if America's prison population, the largest in the world, was a cruel and unusual way for a country to be free? What if half the prison population never harmed anyone but themselves? What if the people had no rights except those the government chose to let them have? What if the states had no rights except to do as the federal government commanded? What if our elected officials didn't really live among us, but instead all had their hearts and homes in Washington, D.C.? What if the government could strip you of your rights because of where your mother was when you were born? What if the income tax was unconstitutional? What if the states were convinced to give up their representation in Congress? What if the government tried to ban you from using a substance in your body that is older than the government itself? What if voting didn't mean anything anymore because both political parties stand for big government? What if the government could write any law, regulate any behavior, and tax any event? The Constitution be damned. What if the government was the reason we don't have a Constitution anymore? What if you could love your country but hate what the government has done to it? What if sometimes, to love your country, you had to alter or abolish the government? What if Jefferson was right? What if that government is best which governs least? What if I'm right? What if the government is wrong? What if it is dangerous to be right when the government is wrong? What if it is better to perish fighting for freedom than to live as a slave? What if freedom's greatest hour of danger is now? Wenn die Frauen sich mit Pfefferspray bewaffnen, wenn die Menschen sich nicht mehr sicher fühlen, es werden dann auch die Büroleute und es wird der Blumenverkäufer dafür Sorge tragen, dass er einen Schutz hat, dass er seine Frau beschützt, dass er seine Tochter beschützt. Und dann kommen wir auf eine Situation, in der wir in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand sind, an dem die Bürger das Recht, das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr akzeptieren, sondern das selbst in die Hand nehmen. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt untereinander rechts gegen links ist, gegen Asylbewerber, ob kriminell oder nicht kriminell. Da gibt es viele Elemente, die plötzlich keine Unterscheidung mehr machen. Oder ob es dann auch gegen den eigenen Staat geht, wenn dieser eigene Staat sich plötzlich aggressiver gegen die eigene, sich aufrüstende Bevölkerung stellt, als gegen die ursprünglichen kriminellen Elemente, wie wir es an Silvester gesehen haben. Dass gegen die eine Seite nicht ordentlich vorgegangen wird, aber gegen den eigenen Bürger massiv vorgegangen wird. Und dann schwenkt diese Abwehrhaltung, dieses wir nehmen die Verteidigung selbst in die Hand. Und dann haben wir eine Situation, die einem bürgerkriegsähnlichen Zustand entspricht. Das, was hinter den Kulissen, was man von vielen, auch oberen Polizeichefs hinter den Kulissen hört, dass man sich auf solche Szenarien vorbereitet. Außerdem soll die Bundeswehr bei Antiterror-Einsätzen auch im Inland aktiv werden können. Dass man die als ein realistisches Szenario einschätzt, dass man sie befürchtet, sind wir genau an dem Punkt, den amerikanische Thinktanks bereits 2008 angekündigt haben, dass bis ins Jahr 2020 in Europa bürgerkriegsähnliche Zustände genau aufgrund dieser Entwicklungsstränge geben wird.
Kein Ort kann auf Dauer friedlich bleiben, auch die USA nicht. Ich meine, wir werden stets von Kriegen begleitet. Europa wird, wie ich vermute, zwar nicht zu den großen Kriegen zurückkehren, aber es wird wieder zum menschlichen Normalfall zurückkehren. Es wird seine Kriege haben, seine Friedenszeiten und es wird seine Leben verlieren. Es wird keine 100 Millionen Tote geben wie im letzten Krieg, aber die Idee von der europäischen Auserwähltheit, wie ich denke, wird dazu beitragen. Es wird Konflikte in Europa geben. Es gab schon Konflikte in Jugoslawien und jetzt auch in der Ukraine. Europas Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Wir haben keine Beziehungen mit Europa. Wir haben Beziehungen mit Rumänien, mit Frankreich, aber es gibt kein Europa, mit dem die USA Beziehungen hätte. Wir haben andere außenpolitische Interessen. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Jedenfalls sind wir jetzt zurück im alten Spiel. Und wenn Sie einen Polen, Ungarn oder Rumänen fragen, sie leben in einer ganz anderen Welt als die Deutschen und die Deutschen leben in einer ganz anderen Welt als die Spanier, also es herrscht Uneinigkeit in Europa. Die Politik, die ich empfehlen würde, ist die, die Ronald Reagan angewandt hat im Iran und im Irak. Er unterstützte beide Kriegsseiten, sodass sie gegeneinander kämpften und nicht gegen uns. Es war zynisch, es war nicht moralisch vertretbar, aber es funktionierte. Und das ist der Punkt. Die Demonstration der Linksextremen wurde, wie befürchtet, von Krawallen begleitet. Dutzende Festnahmen, über 100 verletzte Polizisten. Die linke Szene hatte bundesweit mobilisiert. Aber nach der Demo wurde die Gewalt noch in andere Bezirke getragen. Autos brannten in Lichtenberg und hier in Mitte. Mit diesen Leuten kann man nicht verhandeln. In den letzten Jahren keine vergleichbare Versammlungslage gab, die so aggressiv war und so gewaltbetont war wie diese. Drei Wochen nach dem umstrittenen Brexit-Votum ist der Machtwechsel in Großbritannien perfekt. Gegenüber der letzten Fassung von vor 10 Jahren wird jetzt mehr Gewicht auf eine Führungsrolle bei internationalen Militärmissionen gelegt. Beim Verhältnis zu Russland wird neben der Dialogbereitschaft die Abschreckung stärker betont. Außerdem soll die Bundeswehr bei Antiterroreinsätzen auch im Inland aktiv werden können. Angedacht auch die Öffnung der Truppe für EU-Ausländer. Die EU-Kommission hat ein Lagezentrum in Brüssel einrichten lassen zur Beobachtung der erwarteten schweren inneren Unruhen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es gibt eine Eingreiftruppe, die heißt European Gendarmerie Forces, Eurogentfor, können Sie im Internet nachschauen, eine 3000 Mann starke geheime Eingreiftruppe, die zur Niederschlagung von Aufständen in europäischen Ballungsgebieten konzipiert wurde. Wir haben in Europa die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die Todesstrafe in Europa ist selbstverständlich längst abgeschafft. Sie ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft, in allen Verfassungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aber mit dem Lissabon-Vertrag ist die Todesstrafe wieder möglich geworden in der Europäischen Union. Wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, beispielsweise um einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Wegen der Kämpfe im Norden Syriens wachsen die Spannungen zwischen Ankara und Moskau. Wenn es in einem größeren Konflikt endet, und damit haben wir es zu tun, einen Weltkrieg. Wir stehen einem dritten Weltkrieg gegenüber und das ist kein Witz. Im Kern der Sache rutschen wir in einen neuen kalten Krieg. Nun, in unseren Asylunterkünften ist ja teilweise der Teufel los. Slowenien hat offenbar schon sehr konkrete Pläne für einen Grenzzaun. Nämlich eine Art von bürgerkriegsähnlichem Zustand. Na, es wird in einen Bürgerkrieg gehen. Es brennt und es brennt ziemlich heftig an den Märkten. Das Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt will jetzt sogenannte nicht kooperative Fahrzeuge mit Mikrowellenwaffen stoppen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren,
lautet das Thema unserer Sendung. Mit dieser Meldung ist es also ganz offiziell, dass auch deutsche Behörden am SAFELAC-Entwicklungsprogramm der EU beteiligt sind. Es handelt sich dabei um die Entwicklung von Mikrowellenwaffen, die es der Polizei und dem Bundesgrenzschutz ermöglichen sollen, sogenannte nicht kooperative Fahrzeuge mit elektromagnetischen Impulsen zu stoppen. Interessant ist, dass bisher von den Behörden die Existenz von Mikrowellenwaffen immer verneint wurde, tatsächlich aber schon seit über 10 Jahren deren Entwicklung und Produktion durch die Waffenschmieden Diehl und Rheinmetall läuft. Demnächst werden also nicht nur Drohnen und E-Bomben mit dieser Technik ausgestattet sein, sondern auch Polizeifahrzeuge. Wohl dem, der solche Mikrowellenattacken körperlich unversehrt übersteht. Einen guten Abend wünschen wir Ihnen noch aus dem Studio Bremen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Unnötiges Blutvergießen muss unter allen Umständen vermieden werden. Das unterschreiben wir, oder? Und deswegen muss das moderne Crowd Controlling nicht hier wie in Stuttgart mit 20 Atü Wasserdruck 65-jährigen Rentnern die Augenhöhlen zertrümmern. Das ist hässlich, das Bild, das darf nicht passieren. Sondern die modernen Waffen, die sogenannten Massenschutzwaffen, das ist der Fachbegriff, könnt ihr im Internet mal eingeben, da könnt ihr die alle angucken. Massenschutzwaffen, das soll, glaube ich, ein Wortspiel sein mit Massenvernichtungswaffen. Also ihr seht, die Entwickler haben auch Humor. Ja. Die modernen Massenschutzwaffen des 21. Jahrhunderts sind variabel. Man kann Leute festkleben, man kann sie vorübergehend blenden, lähmen, verwirren, mit Psychopharmaka kurzfristig ins Koma schießen. Was habe ich vergessen? Ach genau, habe ich jetzt gerade im Internet gesehen, sehr interessante Waffe. Silent Sheriff, das sogenannte aktive Vertreibungssystem. Könnt ihr im Internet mal eingeben. Silent Sheriff, das ist der Verkaufsname, ein bisschen reißerisch, ist eine Mikrowellenkanone. Er ist in der Lage, auch bis zu 400 Meter Entfernung lautlos einen querulierenden Demonstrantenanführer zur Ruhe zu bringen. Also nicht zur Ruhe, sondern die Mikrowellenkanone bringt bei diesen Menschen die Flüssigkeitsmoleküle unter der Hautoberfläche zum Köcheln. Ja, köcheln, nicht kochen, köcheln. Ja? Für den Bruchteil einer Sekunde werden die Flüssigkeitsmoleküle auf 65 bis 40, 70 Grad erhitzt, führt bei unserem Querulanten zu einem Schmerzreiz von 8 Dol. Die Experten wissen, was das ist. Es sind keine Experten da, muss ich es erklären. Es gibt eine internationale Schmerz- und Folterskala. Die reicht von 0 bis 10 Dol. 10 ist, die ist nicht nach oben offen. 10 ist Herztod durch Schmerz. 8 Dol ist der sogenannte überfallartige Vernichtungsschmerz. Ein rechter Klopper, wie der Name schon sagt. Und unser Silent Sheriff verbrät dem 8 Dol auf bis zu 400 Meter Entfernung. Führt bei unserem demonstrierenden Querulanten dazu, dass er nicht mehr die Demonstration anführt und stört, sondern fängt einfach nur noch an zu schreien. Weil er es mordsmäßig wehtut. Er weiß aber nicht, wo es an seinem Körper wehtut.
Er kann es nicht lokalisieren. Er kann auch nicht lokalisieren, wo der Schmerz herkommt. Der Sheriff ist ja silent. Ja. Deswegen weiß er auch nicht, wo er sich verstecken soll, weil er ja nicht weiß, wo es herkommt. Ja. Und, kommt auch dazu, der Schmerz ist so groß, dass er auch seine Körperfunktion verliert, die Kontrolle. Also zum Beispiel, er pisst sich in die Hose. Ja. Ein Demonstrationsführer, der sich in die Hose pisst, ja, eben noch eine große Fresse, jetzt macht er sich in die Hose. Der kann sich doch nirgends mehr blicken lassen, der Bruder. Und vor allem alle sagen, was hat er eigentlich? Ja. Man sieht nichts, man hört nichts. 15 Sekunden, übrigens kriminaltechnisch äußerst interessant, 15 Sekunden nach Applikation von Achdol ist das noch nicht mal mehr als Hautrötung nachweisbar. Nichts. Kannst sagen, der war immer schon komisch wahrscheinlich. Ja. Und dann, ganz interessant noch, eine Nebenwirkung, die ich für äußerst interessant halte, Schmerzgedächtnis. Bei Achdol, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schmerzgedächtnis, also kennt ihr vom Zahnarzt, einer, der euch einen Nerv anbohrt, im Zahnarzt geht er nicht mehr hin. Ja. Wenn ihr ihn auf der Straße seht, grüßt ihr ihn auch nicht. Ja. Bei Achdol werden alle Sinneswahrnehmungen im Augenblick des Schmerzes gespeichert und zwar hochgradig negativ besetzt. Alles, was ich gesehen, geschmeckt, gerochen, gefühlt habe. Wenn ich zum Beispiel dafür sorge, dass so ein Querulant im Augenblick des Schmerzreizes Polizei gesehen hat, reicht in Zukunft der Anblick eines Polizeiplakates. Der geht morgens zur Tür raus, will zur Demonstration. Wir haben Polizei plakatiert, geht er wieder zum Frühstück. Und weiß unter Umständen gar nicht genau, warum er wieder zum Frühstück geht. Ist ja auch egal, Hauptsache er bleibt drin. Ja? Hat für ihn allerdings auch einen Vorteil, er wird dann auch nicht von einem bildungsfernen Molotow-Cocktail getroffen. War ein Scherz. Also ich wollte nur sagen, kleine Ausbildung in Zukunft. Ihr seht, der Staat macht sich Gedanken über die Zukunft. Wir müssen da keine Sorge haben. Schönen Abend noch. Von einer Veröffentlichung kann abgesehen werden, insbesondere wenn die Petition offensichtlich erfolglos bleiben wird. Dass man am Erfolg der öffentlichen Petition sieht, dass die Deutschen sich dafür interessieren, wer in diesem Land regiert und wer hier sozusagen politisch das Sagen hat und ob wir möglicherweise durch unsere amerikanischen Freunde unterdrückt werden, eben in die falsche Richtung gezwungen. Und das kann man nicht einfach aushebeln mit so einem kleinen Petitionsverweigerungsverwaltungsakt. Wenn die USA wirklich als oberstes Kernziel seit über 100 Jahren haben, dass man Deutschland und Russland gegeneinander hetzt, dann ist es an der Zeit, dass wir mal überdenken, welche Rolle eigentlich unsere amerikanischen Freunde hier in Deutschland und in Europa spielen. Europa soll unterdrückt und besetzt gehalten werden und soll im Prinzip vollstrecken, was Washington befiehlt. Und damit muss Schluss sein. Diese Welt hat jetzt eine amerikanische Truppenpräsenz in 155 Staaten der Welt. Das sind sozusagen fast alle. Und es kann nicht sein, dass ein einzelnes Volk mit Hilfe seiner kriminellen Leitwährung, der Weltleitwährung, nämlich Dollar,
was sowieso schon ein Unding ist, da kann ich sagen, da sind wir sicher, wenn diese Amerikaner von unserem deutschen Boden verschwinden, zusammen mit den Briten, weil es so viele sind, ne? Insgesamt 58.000, 42.000 US-Soldaten, 13.000 Mann britische Truppen. Unsere amerikanischen Freunde müssten wir ein bisschen überzeugen. Und ich kann Ihnen sagen, von mir aus, wenn jetzt das passiert, was ich glaube, dass nämlich in den nächsten Monaten eine Zustimmungsexplosion stattfindet, dass wir die 120.000 überschreiten, dass unsere amerikanischen Freunde sich freiwillig zurückziehen. Im Grunde geht es doch darum, dass durch dieses Unterdrückungskonzept, wir haben keine Verfassung, wir sind kein souveräner Staat, ja, wir haben keinen Friedensvertrag, Deutschland im Grunde gefangen ist. Und diese US-Soldaten werden benutzt, um uns zu unterdrücken und in die richtige Richtung zu bringen. Ich habe immer wieder die Ansicht vertreten, dass Völker nicht frei werden, weil irgendwelche, wie soll man sagen, Beamten und Juristen einen tollen Vertrag aufschreiben und den unterschreiben, sondern Völker werden frei und bestimmen sich selbst, wenn sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und haben keine korrupte, multikriminelle Regierungspolitik wie wir hier in Deutschland.